Ho ist ein legendäres Pokémon mit den Typen Feuer und Flug, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist der Anführer des Trios der legendären Bestien, bestehend aus Suicune, Entei und Raikou. Ho ist ein sehr großes, zweibeiniges und vogelähnliches Pokémon, das rot, weiß, hellgrün, schwarz und orange auftritt. Rücken, oberer Brustbereich, Hals und der Großteil des Kopfes sind rot. Gleiches gilt für die vorderen Federreihen der Flügel. Die dahinterliegenden Flügel sind zunächst weiß und schließlich hellgrüner Farbe. Ebenfalls hellgrün ist der schmale Streifen um den Hals, der Bauch, der Unterleib und die Beine färben sich weiß und die Umrandungen der Augen sowie die Füße dagegen schwarz. Schnabel, Kamm und Schwanzfedern sind orange gehalten, die Enden der Schwanzfedern sind etwas heller. Das Pokémon besitzt eine große, beeindruckende Erscheinung. Das liegt vor allem an den sehr großen bzw. breiten Flügeln und den ebenfalls breit aufgebauten Schwanzfedern. Der Kopf ist dagegen eher klein. Er wird von einem vierteiligen Kamm bekrönt und der Schnabel ist lange und spitz geformt. Die Augen setzen sich aus weißer Lederhaut, roten Iriden und schwarzen Pupillen zusammen und der Kopf wird durch einen langen Hals mit dem Körper verbunden. An den Seiten des ovalen Torsos wachsen die großen Flügel. Die bestehen aus zwei hintereinander liegenden Federreihen, wobei die vordere Reihe etwas breiter ist. An den runden Schenkeln befinden sich die Füße, die mit vier Krallen bestückt sind. Dabei befindet sich eine Kralle hinten am Fuß und drei vorne. Die Federn des Schwanzes sind kegelförmig und abschließend ist es in der Shiny-Form bei den normalerweise roten Körperbereichen dunkelgelb gefärbt. Die hintere Federreihe erscheint zunächst orange und anschließend rot. Schnabel, Kamm und Schwanzfedern sind in dieser Form grau gefärbt und der Streifen an dem Hals ist orange gefärbt. Ho-Oh ist ein legendäres Pokémon und somit eines der stärksten und mächtigsten Pokémon. Ein Kampf gegen Ho-Oh wird nur selten entfacht, doch im Falle aller Fälle hat es einige mächtige Angriffe auf seiner Seite. Mit seinen mächtigen Schwingen kann es Windstöße und Wirbelwinde verteilen und somit einiges an Chaos anrichten. Wenn es aus schwindelerregenden Höhen einen Sturzflug wagt, ist es auch mit einem sofortigen am Boden liegen zu rechnen. Es kann mit seinen feurigen Kräften einen Sonnentag erzeugen und die Kraft der Sonne für seinen Meteorologenangriff nutzen, um den Gegner in einer bestimmten brennenden Feuerkugel zu erledigen. Als eine weitere starke Attacke gilt der Sondersensor, welche die mächtigen Psycho-Attacken auf der Seite von Ho-Oh darstellt. Nachdem es, wie bereits genannt, einen Sonntag heraufbeschworen hat, werden mächtige Feuerattacken wie Feuersturm oder Ho-Ohs Spezialattacke Läuterfeuer unvorstellbar mächtig und garantieren für einen schnellen Sieg für das Regenbogen-Pokémon. Ho-Oh kann andere Pokémon über seine Strafattacken ebenfalls übel zusetzen. Sollte es einmal in einer misslichen Situation sein, beschützt es sich mit einem Bodyguard oder gönnt sich eine Genesung. Durch eine Andi-Kraft oder durch Gedankengut kann es sich selbst auch nochmal enorm stärken. Als absoluten Schlussstrich besitzt es den mächtigen Himmelsfeger, mit welchem es ebenfalls sehr guten Schaden austeilen kann. Mit Erzwinger bringt es seine Gegner dazu, mehr Energie für seine Attacken aufzubrauchen. Sollte sich Ho-Oh kurze Zeit zurückziehen, kann es seine Belebekraft nutzen, um sich einigermaßen zu regenerieren. Ho-Oh hat eine enge Verbindung zur Johto-Region und bildet mit Lugia ein Duo. Dabei repräsentiert Lugia in der dortigen Mythologie den Wächter des Meeres, während Ho-Oh als Schutzpatron des Himmels verehrt wird. Im Volksmund ist es bemüht oder berühmt für seine Gefieder, das in allen sieben Farben des Regenbogens glänzt und auch für die Tatsache, dass es einen Regenbogen hinter sich herzieht, wenn es fliegt. Die älteste historische Erwähnung Ho-Ohs befindet sich in Form einer Steinplatte in den Alf-Ruinen, die auf etwa 1500 Jahre vor unserer Zeit datiert wird. Aus Gründen der Verehrung und als Zeichen der Freundschaft zwischen Mensch und Pokémon errichteten die damaligen Bewohner Teak-Cities etwa 700 Jahre vor den Ereignissen der Johto-Story zwei große, neunstöckige Holztürme. Der Turm im Westen der Stadt bekam den Namen Bronzeturm und diente der Verehrung Lugias, der im Osten wurde Zinnturm,
später Glockenturm genannt und diente als Sanktuarium für Ho-Oh. Nicht nur die Bewohner der Stadt erklommen die Spitzen beider Türme, um mit den legendären Vogel-Pokémon, die diese Türme als Landerstellen nutzen, zu kommunizieren und ihnen zu huldigen. Doch 550 Jahre später wurde der Bronzeturm aus bisher unbekannten Gründen durch einen Blitzeinschlag entzündet. Das Feuer drohte auf ganz Dig City überzuspringen. Der Brand dauerte 3 Tage lang, bis es Lugia gelang, mittels eines heftigen Platzregens und starker Windböen das Feuer zu löschen. Es verließ im Anschluss die Stadt mit den ersten Sonnenstrahlen des anbrechenden dritten Tages für immer in Richtung Strudelinseln, während im Inneren des Turms 3 damals noch namenlose Pokémon ihr Leben ließen. Es wird seitens der geschichtlichen Forschung vermutet, dass dieses Trio für den Brand verantwortlich war, da diese ihre Kräfte nach Aussagen der Bevölkerung nicht im Zaum halten konnten. Dennoch konnte diese Theorie historisch nie wirklich belegt werden. Die Ruinen dieses Turmes stehen noch heute als Mahnmal dieses Ereignisses, verbunden mit der Hoffnung, dass Lugia eines Tages doch in diesen Ort zurückkehrt. Ho-Oh stieg im Anschluss vom Himmel herab und hauchte den 3 Pokémon mit Hilfe seiner Kräfte wieder neues Leben ein, sodass diese den Schauplatz in 3 verschiedene Himmelsrichtungen verließen. Doch die Bewohner von Teak City fürchteten sich vor der demonstrierten Macht Ho-Ohs und versuchten es aus Angst und Gier in ihre Gewalt zu bringen. Zutiefst enttäuscht von der Feindseligkeit der Menschheit verließ auch Ho-Oh die Stadt und sucht seitdem nach einem Menschen mit reinem Herzen. Dabei hält es sich jedoch stets im Hintergrund und meidet den Kontakt zu Menschen. Im Volksmund gilt seither, dass demjenigen, der sieht, ewiges Glück beschieden sei. Unzählige Menschen, die sich von selbst behaupten, rein Herzens zu sein, bestiegen in den darauf folgenden 150 Jahren den Glockenturm in der Hoffnung, dass sich Ho-Oh ihren Augen offenbart. Auch Jens, der Arenaleiter von Teak City, gehört zu diesem Personenkreis. Dabei sollen die Glocken des Turms angeblich laut angefangen haben zu läuten, wenn es wieder zurückkehrt. Bisher hat sich Ho-Oh nach den Ereignissen in Teak City nur wenigen Menschen offenbart, sodass nur wenige Fälle bekannt sind, wo es aktiv Kontakt zu ihnen gesucht hat. In einem Fall offenbarte sich Ho-Oh in der Ore-Region, über der Spitze des Lagerturmes und dem dortigen Kolosseum. Nachdem Cess Intrigo, das Oberhaupt von Team Krypto, in einem Kampf um das Schicksal der Ore-Region besiegt hat, versucht dieser mit Hilfe eines kleinen Helikopters zu fliehen. Er möchte somit weiterhin seinen Plan verfolgen, die Herzen unzähliger weiterer Pokémon zu versiegeln und diese in Form von Krypto-Pokémon zu willenlosen Kampfmaschinen zu machen. Ho-Oh, für das nach Überlieferungen das reine Herz eines Lebewesens einen hohen Stellenwert hat, hat währenddessen die Geschehnisse im Hintergrund beobachtet und zerstört mittels einer lauter Feuerattacke den Helikopter, sodass Intrigo nicht mehr fliehen und somit von der Polizei festgenommen werden kann. In einem weiteren Fall wird Ho-Oh vom Tanz der Kimono auf der Spitze des Glockenturms beschworen, nachdem sich Clarin oder Lyra als prophezeiter Trainer herausgestellt hat und Ho-Oh zur Ehreerbietung eine seiner Buntschwingen und die Klageglocke überbringt. Im Anime spielt neben der oben dargestellten Verehrung in Teak City auch Ho-Ohs Feuer bei der Silberkonferenz eine tragende Rolle. Dieses Turnier beginnt mit dem Erscheinen eines Fackelläufers, der eine Fackel mit Ho-Ohs Läuterfeuer mitbringt. Das Feuer brennt dann ähnlich dem olympischen Feuer in der realen Welt während des gesamten Turnierzeitraums. Ohne diese symbolische Geste kann aus Tradition die Silberkonferenz nicht abgehalten werden. Der Grund dafür ist, dass gemäß einer Legende das Gebiet, auf dem die Silberkonferenz stattfindet, einst Schauplatz eines Krieges war. Die Menschen kämpften und hinterließen einen vom Krieg verwüsteten Ort. Sowohl das Land als auch die Pokémon litten unter der Sorglosigkeit der Menschen. Ho-Oh erschien und brachte mit Hilfe seines Läuterfeuers wieder Leben in das Gebiet. Ho-Oh normalisierte die Lage zwar, doch brannte ein Baum weiter, um an dieses Ereignis zu erinnern. Man nahm dieses Feuer und brachte es in den Schrein des Silberbergs, um sich stets der Mahnung Ho-Ohs zu vergewissern. Als legendäres Pokémon besitzt Ho-Oh keinen speziellen Lebensraum, den meisten Spielen begegnet es dem Spieler allerdings in lüftigen Höhen. Dennoch hat es eine besondere Beziehung zum Glockenturm in Teak City in der Johto-Region und eine Affinität zum Item Klageglocke. Da es sich bei ihm um ein legendäres Pokémon handelt, ist sein Verhalten fast gänzlich unerforscht und fast alle bekannten Daten zu ihm entstammen alten Legenden. Nach bisherigem Kenntnisstand hat er sich bislang nur Menschen mit einem reinen Herzen offenbart.
Dabei hatte Oho wie die meisten legendären Pokémon keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Bodenattacken und Viertelschaden gegen Pflanzen- und Käferattacken, halben Schaden gegen Feuer-, Kampf-, Stahl- und Feeattacken, im doppelten Schaden gegen Wasser- und Elektroattacken, sogar vierfachen Schaden gegen Gestandsattacken und der Rest macht normalen Schaden.